Herzlich willkommen zum neuen Part Pokémon Light Platinum. Ja, wir waren stehen geblieben hier in Central City mit dem Team Langfinger alias Glibunkel und Jetlag. Ja, Jetlag, ich hab's falsch geschrieben, sorry, jetzt egal. Shiggy. Ja, und wir machen einfach mal weiter. Ja, wir waren auf der Suche nach gar nichts. Wir haben sind einfach rumgelaufen, haben Professor Eich getroffen mit seinem Assistenten oder Freund Kenta, glaube ich, oder Kento. Und ja, er sagte, wir sollen erstmal zur Professorin wieder zurückgehen und ihr was mitteilen, glaube ich. War das? Aua, mein Arm. Egal. Ja, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück in Yellow City, der Stadt mit der gelben Stimmung. Ha, 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 ha. Gelbe Scheine. Yellow Town. Mit dem Starer Lilly auf noch. Oh, ich finde das so knuffig, so geil gemacht, ey. Und die Windräder drehen sich. Einfach nur episch. Und wir sind richtig, weil wir von alleine laufen, das heißt schon alles. Da kommt der alte Knacker, ja. Mit Händen, wie heißt der, Händen auf dem Rücken. Professor Jasmin. Hi, Professor Eich. Willkommen in meinem Labor. Danke, Professor Jasmin. Zero hat mir gesagt, dass ich herkommen soll. Ganz schnell. Ja, ganz schnell. Die Grammatik ist auch ganz schnell. Scheiße. Ja. Die erzählen gerade was über Arceus. Also, dass sie Informationen über Arceus gefunden hat. Und das sollte sich wohl Professor Eich anhören. Ja. Ja, das hat der Professor Eich gesagt. Er geht wieder zurück in seinen, ja, Unterschlupf, sag ich mal, im Radioturm. Und ja, sollten wir mal dahin gehen, glaube ich, oder? Ja. Mal gucken, ob wir ihn da finden, denn sonst ist es nicht mehr story-relevant. Route 401. Ja, wir haben 400 Routen schon geschafft. Wir sind schon bei Part 59 hier im Pokémon Let's Play. Und unser Langfinger ist jetzt schon Level 10. Finde ich geil. Taunt. Was ist zwar Taunt nochmal? Ja, Verhöhner, stimmt. Was können wir dagegen machen? Machen wir einfach mal Splat. Check. Alter, das Ding ist so scheiße im Moment, ey, Langfinger. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, aber. Das kann ich nicht mehr nennen. Wir haben nur Attacken, die weniger als 20 abziehen. Oh, das Scheiße, Critical mit Giftstachel. Alter, wie epic. 29 GP für Langfinger. Schön. Oh, ich komme auf der Cappy von dem Magger nicht klar. Sieht. Hat er die schräg oder ist das jetzt so eine Feder? Ich habe als erstes gedacht, das wäre eine Feder, als ich das gesehen habe. Also den Rom. Und jo. So sieht es ja aus wie eine Cappy. Aber ich weiß nicht. Astonish machen wir. Sehr geiler Move eigentlich. Müsste ich zurückschrecken. Oh. Schon wieder belehren wir das Spiel eines Besseren. Du kannst nicht alles, was du haben willst. Zero, zero, zero. Du suchst ja auch nur Scheiße aus. Nein, Spaß. Das Spiel ist... Ich liebe es. Nein, ohne Witz. Das ist echt ein sehr schönes Spiel. Und mal gucken. Vielleicht werde ich noch andere ROM-Hacks spielen. Es gibt so viele ROM-Hacks. Also... Müsst ihr einfach nur gucken. Wie gesagt, Google ist euer Freund. Und ja. Wie sagt man so schön... Manche Leute denken, andere googeln. Ja, wo laufe ich lang? Wir sollten zum Radiotor zu Professor Ork, alias Eich, a.k.a. Keine Ahnung, wie wir ihn jetzt nennen. Wir nennen ihn jetzt einfach Pädophile, weil er uns auch so einen Kristallempfang hat. Nee, das war der Lind. Das war Irokese Man. Irokese Man und Rush Deine World. Ja, wir können jetzt hier hoch. Was sagt ihr denn? Pokémon kannst du ja nicht. In dieser Stadt gibt es sehr viele Buildings, Gebäude, die wichtig sind für die Siri-Region. Aha. What telling you me, du Dicksack? It's easy to find many. Es ist leicht zu finden, Mengen, für viele Pokémon-Typen zu finden. Hier ist auch schon der Eich. Ja, was sagst du uns denn? Kenta, interesting, interessant. Hey Zero! Ja, ich habe ein Geschenk für dich und Kenta. Einen nationalen Pokédex. Du kannst damit Daten abrufen vom Pokémon. Ja, das sind die beiden auf dem Tisch. Wie es aussieht, ist Kenta unsere Rivale. Weil ich habe hier noch keinen anderen Rivalen gesehen.
nur diesen einen Magath noch Pokeliga und Ash Ketchum! Ja, nationaler Dex. Dieser Kenta sieht aus wie aus der zweiten Generation, einer aus dem Anime. Also es gab ja zwei Animes, einmal den mit Ash und einmal den mit dem Magath. Der hatte damals, der hatte glaube ich einen Schnopf und sowas in seinem Team. Meine ich. Es war auch der Anime mit der von Kristall, die also von Kristall, die Spielerin. Was hast du uns denn noch? Just by looking at you. Ich kann sehen, dass du Potenzial hast von einem Pokémon-Trainer. Ich gebe dir die Wahl eines der seltenen Pokémon, die dir helfen können. Willst du Chikorita? Nö. Willst du ein anderes? Nimm mal eins aus dem Pokébällen? Hä? Ich weiß das jetzt nicht. Achso, wir können uns jetzt hier noch... Ja, das ist ja auch geil, ne? Jetzt können wir uns so einen Starter, glaube ich, schätze ich mal, von der Johto noch aussuchen. Werde ich eh nicht nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal... Wie heißt der? Kanimani. Warum Kanimani? Ist ganz klar. Besitze ich ebenfalls mit dem Kristall-Let's Play. Jetzt haben wir schon drei Pokémon geschenkt bekommen. Drei Stück, die ich ebenfalls mit dem Kristall-Let's Play benutze. Ist ohne Witz, ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt. Ich wusste jetzt nicht, dass wir Pokémon geschenkt bekommen. Gerade die, die ich benutze in einem Spiel. Ja. Ja, vielleicht kriegt ihr gleich noch eine Überraschung auf der Box. Na, Überraschung nicht wirklich, aber... Es ist eigentlich was, was nicht da sein darf, sag ich mal. Ach egal, werdet ihr nicht sehen. So. Ja, wir haben schon ein paar Pokémon gefangen. Finde ich gut. Finde ich gut. Gut. Können wir jetzt hier hoch? Wir wollen 6 haben. Jawohl, schöne Sache. Willst du kämpfen? So. Auf verschiedene Routen kannst du verschiedene Pokémon finden. Ich wollte schon Difference sagen. Ja, gucken wir einfach mal, was es hier so gibt. Ne? Rare Candy. Oh, Sonderbomben. Schön. Nice. Sonderbomben sind immer geil. Mal gucken, ob ich die benutze. Vielleicht für... Was ist das denn? Ah, diese Katze. Die ist zu so was ganz Dickem entwickelt. Fake Out. Oh, nö. Ich wusste, das wäre flinchen. Ja, nochmal Fake Out, ne? Das hättest du gern, ne? Poison Stick, bam, Giftstachel, ja, vergiftet. Schöne Sache. Ich werde das Ding einfach mal versuchen zu fangen, oder? Oder zu töten? Ne, ich töte es lieber. Ich sag mal, wir sehen ja, welche Pokémon hier sind. Ich wollte das ja nicht nur offscreen machen. Von den Viechern, die... Wie sag ich das jetzt? Ja, wenn ich offscreen trainiere und wenn ich Pokémon sehe, die selten sind irgendwie, dann werde ich euch Bescheid sagen. Ja, wir gucken jetzt hier erstmal noch drei Pokémon an, oder drei Camp ungefähr. Und dann geht's auch weiter in der Story erstmal. Weil wir wollen auch schon ein bisschen weiterkommen. Naja, ich weiß ja nicht, also... Ja, toll. Giftstar ist nicht sehr effektiv, das ist nicht sehr effektiv. Astonish können wir machen. What the? Das sieht gut ab, ey. Ist von Typ Geist, glaube ich, oder? Ghost, ja. Sehr geile Attacke eigentlich. Lässt flinchen und, jo, gegen eine Typen... What the hell? Scheiß Maus, ey. Entschuldigt mich den kleinen Fail. Das ist eben, wenn man mit seinem Ellbogen gegen die Maus kommt. Ja, mein Ellbogen ist jetzt nicht so über mir ein Signal groß. Und Shinox! Level 4. Geil. Shinox ist cool. Shinox hat Bedroher. Geile Attacke. Nichts falsch verstehen, ne? Also... Ich bin jetzt hier nicht der 5. Wie soll ich das sagen? Ich bin kein doppelter Stuhl breit. So, sagen wir so. Ich bin ganz normal, ganz normal. Ich bin nur gegen ihn rausgekommen, bin ich. Shinox wäre auch noch eine Idee fürs Team. Aber wir haben jetzt auch schon 2 und ich will jetzt auch nicht so viele schon haben. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Diat. Ja. Ja, gibt uns Level ab, oder? Ne. Scheiß Viech, ey. Ja, los, ein Kämpfchen noch. Dann ist es gegessen.
Noch ein Shinox. Ich überlege über... Oh, bin ich doof, ey. Ich hätte auch einfach Lebensstelle machen können. Ist ja sehr effektiv. Aber auf die Idee muss man ja das mal kommen. Weil Giftstachel bekommt ja Stab und so. Aber, wie heißt hier? Lebensstelle hat einen schönen Nacheffekt, wenn es trifft. Genauigkeit senkt. Wird gesenkt vom Pokémon. Und im... In diesem Fall ist es sehr effektiv, also bekommt es nochmal einen Bonus, also ist der Step wieder ausgeglichen. Ich glaube, Giftschlag macht nur 20 Schaden oder so, ne? Attacke plus 2 finde ich gut. Ja, wir gehen einfach weiter. Central City, also ich habe jetzt auch keinen Bock zu heilen. Irgendein Käfersammler wieder. Oh, und er will auch kämpfen, schön. Ja. Alles, was ich brauche zum Gewinnen sind Pokémon. Was willst du sonst kämpfen? Bist du ein Volkskämpfer verwickelt wie ausländische Kids? Ich denke nicht. Oh, nicht das Viech. Nicht das Viech. Nicht das Viech, ey. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ey. Das macht mich One-Hit kaputt oder so. Ja, es flincht. Hahaha. Schöne Sache. Oh, nö. Ich weiß gar nicht, ist das Stauder spezial oder physisch? Wollen wir jetzt sehen. Ich denke mal speziell. Macht uns gar nichts, außer seine Vergiftung. Giftschlag hat eine Vergiftungsquote von, glaubt, 60% waren das. Ja, es flincht. Das ist gut an Astonish. Ich kann so schön angreifen und das Ding ist kaputt. Critical Hit. Es gibt uns wieder 200 EP oder so. 400! What the? Holy, ey. Na, nix. Gutes an Erfahrungspunkten. Kombi, Kombi, Wasserkombi, Kombi. Ich fahre eine Kombi TT. Und du, ja, ja, weh, weh. Sehr effektiv, wir sind tot. Nee, doch nicht, schade. Schade, sag ich schon, ey. Ja. Ja, ja, weh, weh. Oder wie das Ding auch immer heißt, ey. Ich kenne das jetzt nur aus dem... Wie heißt hier? Ohrwurm, Haftbefehl. Haftbefehl, chill. Nein, keine Ahnung. Haftbefehl ist gar nicht mal so scheiße. Wir machen nochmal einen Super-Potion. Ich weiß, da war der Potion eigentlich total unnötig. Das Ding jetzt immer Windstoß endet, oder? Lockduft, okay, war alles richtig. Ja, Haftbefehl finde ich ist nicht mein Ding, ist nicht mein Ding. Aber manche finden es wohl ganz toll. Ich bin nicht davon. Ja, ich finde es nicht so toll. Machen wir weiter mit. Ja, genau, das war ein Missklick. Tut mir leid, Leute. Wir können zwei Angriffe machen noch, bis wir auffallen müssen. Ja, ich weiß, es hat keinen Effekt. Wir machen einfach mal Taunt. Ja, und jetzt machst du den Scheiß, ne? Das Ding ist so kacke, ey, ohne Witz. Verhöhner. Das ist doch doof, ey. Jetzt kann das Ding nur, ja, das machen. Und wir sind gleich tot. Ja, warum nicht schneller sind, ist Erstauner eigentlich. Ja, bringt uns eigentlich gar nichts. Wir werden jetzt erstmal wechseln auf Jetlag. Und gucken, was passiert. Ja, mit Gast sind wir wieder, wären wir jetzt gestorben. Oh, wie ich sehe gerade. Unser Chigi ist auf fast Level 16. Oder was heißt auf Level 16? Oh yeah. Oh, schöne Defensivwerte. Was kommt jetzt? Caterpie. Caterpie ist Raupi. Raupi sollte unser Langfänger noch hinbekommen. Eigentlich. Ich glaube, Caterpie ist das einzige Viech, was ich wirklich im Kopf behalten habe, was auf Englisch ist. Den Rest kann ich gar nicht. Außer eben diese. Ja, wie soll ich das sagen? Standard wollte ich gerade sagen, aber. Ja, manche kann man auch so raushören aus dem Vokabular, was da steht. Nee, keine Ahnung. Werden wir schon irgendwie sehen, wenn ich was nicht weiß oder so, ne? Auf jeden Fall kriegen wir Caterpie noch down. Und Langfinger ist auch gleich down. 90. So, noch ein Kombi. Das werden wir, glaube ich, nicht mit Langfinger mehr überleben. Weil ich keinen Bock mehr habe auf das scheiße Viech, ey. Das ist so ätzend, ey. Und hat den Ruf von Rettern. Ja, Jetlag, wenn es jetzt nicht sterben sollte, was ich nicht glaube, nein. Außer es macht jetzt einen Volltreffer mal x Quadrat. Sollte sich auch entwickeln, glaube ich, oder? Level 16? Ja, ich bin der Sieger. Dankeschön, dass du mir gratulierst. What? Jetlag